Das Zweite, was aber sehr, sehr wichtig ist, in diesem Laborbericht, wo wir die Teststäbchen, der sogenannten Lolli-Test für die Kinder eingesandt haben, in einem Labor in der Schweiz, weil ein deutsches Labor dazu nicht bereit war, sind erhebliche Labors, also erheblich viele Labors angefragt worden. Keines wollte das machen. Und das Testergebnis, da hatten wir gestern ja geredet über Ethylenoxid und was das ausmacht. Dabei ist aber noch ein zweiter Stoff drauf. Man kann das hier lesen. Dort kann man das lesen. Das haben wir auch vorgelesen gestern. Der zweite Stoff ist 2-Chloretanol, 2-Chloretanol, und zwar 0,60 Milligramm. Wir wussten, dass das nicht gut ist, ja, aber wir haben uns auf das Ethylenoxid fokussiert. Der Bekannte von uns hat uns allerdings gesagt, Leute, der andere Stoff ist noch viel gefährlicher. Also 2-Chloretanol. Ja, wir haben ja auch das Teststäbchen auf beide Substanzen untersuchen lassen. Genau. Seht ihr? Deswegen ist gut, dass wir das zu zweit machen, wenn ich plapper. Manchmal merkt die Manu das, manchmal merkt die das nicht. Jetzt hat sie das nicht gemerkt, aber nächstes Mal merkt die das wieder. So, also 2-Chloretanol, was sagt das Internet dazu? Ich lese euch das kurz vor. Ist ein gefährliches Gift, da nach Hautkontakt mit der Flüssigkeit meist eine örtliche Reizung fehlt, die als Warnzeichen dienen könnte. Jeder Kontakt mit den Dämpfen oder der Flüssigkeit muss deshalb unbedingt vermieden werden. Die Aufnahme über die Haut hat mehrfach zu Todesfällen geführt. Und jetzt sage ich wieder eins gleich dazu, damit nicht gleich in einer Viertelstunde hier das BKA bei uns klingelt. Ich sage nichts, ich behaupte auch gar nichts. Ich sage, recherchiert das selber. Ich sage auch nicht, dass jetzt jeder, der in Kontakt damit kommt, sofort tot umfällt. Nein, das sagen wir nicht. Denn ich wiederhole nochmal, was ich gestern gesagt habe. Bei jeder Chemikalie, bei jedem Gift und auch bei jeder für den Organismus, sagen wir mal, gesundheitsgefährdenden Chemikalie, kommt es auf die Menge an, logisch, ich habe das verglichen mit Rattengift, und es kommt auf die Intensität an. Natürlich wissen wir das, weil wir ja nicht doof sind. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Kinder diese Tests täglich machen. Und nochmal, die lutschen drauf rum. Und wir haben auch Anfragen bekommen, ist das auch in den anderen Teststäbchen drin, die man sich in die Nase schiebt? Das wissen wir natürlich nicht. Das ist anzunehmen. Das kann sein. Ob das so ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube, das sind nahezu die gleichen Stäbchen, das gleiche Verfahren. Auf den anderen wird rumgelutscht und das andere wird in die Nase reingebohrt. Tatsache ist eins. Und das ist meine Meinung. Meine persönliche Meinung. Wie kann es sein, dass 2-Chloretanol und Ethylenoxid in diesen Teststäbchen überhaupt drin ist, worauf die Kinder rumlutschen? Ist das in Ordnung? Darf das so sein? Und vor allen Dingen, wer übernimmt hier die Verantwortung, wenn Langzeitwirkungen da gesundheitliche Schäden mit sich bringen? Wir wissen das nicht. Keine Ahnung. Aber wir weisen darauf hin. Wir beide finden nicht gut, dass das da drin ist. Wir finden nicht gut, dass Kinder oder auch Erwachsene da in irgendeiner Weise mit in Kontakt kommen. Und es wäre doch mal schön, wenn es da mal eine Studie gibt und wenn das Ganze komplett gesundheitlich unbedenklich ist, komplett unbedenklich ist, dann kann es doch auch kein Problem sein, unser Tipp, wenn dann die Schulleitungen und auch das Ministerium den Eltern eine entsprechende Unbedenklichkeitserklärung aussprechen. Unter dem Motto, wir wissen, dass die Substanzen da drin sind, aber ihr Kind kann da drauf ruhig rumlutschen, da passiert gar nichts. Aber wenn was passiert, dann sind die reif. Und auch die Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter zwingen oder nötigen, permanent diese Testungen täglich zu machen, sollen doch dann eine Unbedenklichkeitserklärung abgeben. Wenn das einer nicht tut, dann würde ich mir zumindest überlegen, ob ich das täglich mache. Oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber ganz davon abgesehen, haben wir ja mitgeteilt, wir werden hier vorgehen. Wir werden auch die Schulen informieren, Gesundheitsbehörde,
Wir werden alles machen, was man machen kann, versprochen. Ihr wisst, wir machen das immer, wir halten unser Wort und deswegen haben wir das ja auch gemacht. Man braucht ja aber erstmal den Beweis, um weiter vorzugehen. Da müsst ihr uns auch ein paar Tage Zeit geben, das geht alles nicht so schnell. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir hier mit diesem Bericht auf jeden Fall etwas anfangen und da auch vorgehen werden. Und das könnt ihr euch mal im Internet selber angucken, zum Beispiel auf der Seite chemie.de, das ist diese Seite. Da kann man sehr schön sehen, Chlorethanol, was das eigentlich ausmacht. Und wenn dieses Zeichen da unten ist, dann habe ich mal gelernt in der Schule, der Totenkopf ist dann nicht gut. Und deswegen einfach mal lesen, was da alles drin ist und ob das so in Ordnung ist. Das wollten wir euch einfach in der Kürze nochmal mitteilen. Verbunden mit der Information, Manu, dass ja gestern die großen Demonstrationen weltweit waren. Ich war wieder überrascht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe Bilder gesehen von Wien. Da haben offizielle Stellen gesagt, das waren 7.000 Leute. 7.000 Leute. Geht mal ins Internet. Ich habe gesehen auf YouTube jede Menge Videos. Demo in Berlin. Also, dass 7.000 Leute so viel sind, hätte ich nie gedacht. Demo in Berlin? Habe ich Berlin gesagt? Seht ihr? Ich verplapper mich. Immer und immer mehr. Wien. Ja. Andere Quellen, mehrere Quellen, sprechen von 350.000 direkt Menschen. Direkt aus Österreich, muss man sagen. Quellen aus Österreich. 350.000 Menschen. Das soll die größte Demonstration gewesen sein, die es jemals in Wien gegeben hat und wahrscheinlich überhaupt gegeben hat hier in Zentraleuropa. In anderen Ländern, in Sydney und so weiter, in Holland, überall waren ähnliche Demonstrationen. Millionen von Menschen, die einfach die Schnauze voll haben. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal Wochenende, also was davon noch übrig ist. Ja, wir gucken uns gleich den WDR-Beitrag an. 19:30 WDR Westpol. Link dazu, wenn es einen Link gibt, wir werden das auch irgendwie abfilmen, kriegt ihr natürlich. Wir bleiben dran, bleibt ihr stark. In dem Sinne, macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.